Seid gegrüßt, Freunde, hier ist euer LP Ray. Wir werden jetzt, ja, das ist ja Hausmädchen Mimi, ja. Wir werden jetzt Super Paper Mario noch eine Runde spielen. Und zwar werden wir mal schnell weitermachen und das Kapitel abschließen. So, jetzt befinden wir uns im Keller, scheinbar. So. So, ich war eben gerade irritiert, weil irgendwas... Ey, eine Geisterstimme. Hä? Okay. Ah, die reimt ganz schön gut. Ruhig Blut. Trotzdem nicht so böse oder gut. Und weg ist er. Schlechte Handynetzbetreiber hier. Naja, ich nehme mal die Abkürzung. Bei dem schon Block. Kriegen wir mal einen Pilz her. Heilung. Halleluja. So, Tür 1 oder Tor 1 oder Tor 2? Ich nehme Tor 1. Ist wahrscheinlich der Zonk. Oh, komm mal her. Der ist ja doch so süß. Ah, wie ging das nochmal? Genau. Nein, ich kann sowieso die Items von euch nicht annehmen. Jetzt. Warte mal, da stand doch was ab. Toll. Steht da. Raum 3. Hier ist nichts. Nein. Ah. Ich will eure Sprunghilfe nehmen. Moment. Oder warte mal. War hier nicht was? Genau. Ich hatte es doch richtig in Erinnerung. Jetzt können wir hier wieder rein. Ich aber nicht. Ich will hier rein. Achso, ich wurde schon öfters darauf hingewiesen, dass wenn ich auf Gegner springe, meine Fernbedienung verkennen kann, damit ich einen Stunt mache. Ja, das weiß ich auch. Mist, das habe ich einen Fehler gemacht. Egal, machen wir es eben so, umständlicher Art. Das weiß ich auch, aber ich möchte mein Level nicht erstens so hoch steigern. Ich möchte mein Level möglichst niedrig halten. Also ich mache jetzt auch keine gezielten... Ich töte jetzt 1000 Leute. Moment. Wir hatten doch eben gerade wieder was mit Rubinen. Kann es sein, dass du nicht die bist, die wir denken, dass du sein sollst? Ich darf sowieso keine Items nehmen. Nee. Ich möchte nichts. Ich kaufe nichts von Teppichhändlern. Das ist ein falsches Stück. Wusste ich doch, dass da was nicht stimmt. Mimi, 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 Mimi. Oh, Mimi. Den Boss, den ich so gern habe irgendwie. Hat so ein Temperament. Nur halt die Macke hier. Die mag ich nicht. Bricht sich Powers Genick, dreht das so ein bisschen und danach denkst du, sie wäre perfekt. In dem Modus haben wir ein kleines Problem. Sie ist von Magie beschützt und wir können sie nicht verwunden. Ich werde... Naja, einfach mal abhauen, weil Mimi macht sowieso nicht viel. Aua, nerv nicht. Gleich kommt sie hier rein. Hören wir sie schreien einmal kurz. Ne, wir waren schneller. Okay. Nein, ich hasse diese Typen. Bitte meidet jeden Kontakt mit diesen, mit solchen Mistviechern. Oh, hi Mimi.
Aber dann nehme ich gleich mal als Sprunghilfe. Aua. Kann ich nicht Doppelsprung machen. Danke. Oh, ein Buhu. Ah, da war da doch der Gang. Wir müssen auch auf diese Lampen da aufpassen. Weil diese Lampen, manche sind tückisch und speien Feuer. Ja, wie die da. Da weiche ich mir jetzt mal geschickt aus. Schöner Geheimgang. Mit einem 3D-Flip, ja. Hi, Freunde. Wollt ihr was futtern? Hey. Oh, hi, Mimi. Mimi ist auch 3D. Ah, Mimi. Ist ganz schön. Oh, cool. Danke, Mimi. Ja, ganz schön auf dem Keks gerade. Oh, hi, Big Boo. Big Boo. Lass mir mal Ruhe. Ey. Du merkst auch nicht, dass du unerwünscht bist, oder? Komm her jetzt. So. Mist. Okay, ich muss die Bombe weiterlegen, dass er sich mehr bewegen kann. Toll. Wie machen wir das jetzt? Achso, wir können durch ihn durchgehen mit einem. Buhu, guck mich mal an. Komm her. So. Nein, das Item wollen wir gewiss nicht. Ich denke mal, das ist Rätsels Lösung. Ist das Sinnvollste. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Dieses komische Labyrinth. Hm. Damen-WC, Herren-WC und ein Speicherpunkt. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal für kleine Marios. Hi Mimi, wir sind auf dem Klo. Also, stör uns bitte jetzt nicht. Alle Kabinen sind frei. Gehen wir mal für kleine Marios. Was? Lol. Hi Mimi, kommst du auch mal ins Minette-Klo? Okay, gehen wir jetzt mal in das Klo. Okay. Nein, Mimi, du bist in der falschen Toilette. Ich zeig dir mal, wo du richtig hin musst. Ach, diese kleine Göre hat keinen Anstand. Ich weiß nicht, auf welches Klo sie gehen muss. Hier, das ist das richtige Klo. Oh, gehen wir mal gucken, ob jemand auf dem Pott sitzt. Kommt zu unserem Klo raus. Ja, war so auf dem Klo. Warum spült die sich im Klo runter? Was macht Mimi nur? Das ist jetzt mal richtig. Einer von denen ist falsch, einer von denen ist echt. Wer davon ist jetzt wer? Hm. Jetzt müssen wir, glaube ich, entscheiden, wer von den beiden die echte und wer die falsche ist. Oh, das wird jetzt so cool. Habe ich so im Kopf. Yeah! Live aus der Damentoilette! Das ist der Spruch sogar. Live aus der Damentoilette. Und schon ist aus der Damentoilette ein Saal geworden für eine Quizshow. So, wir müssen 5 Fragen stellen. Und die richtige Melee wird richtig drauf antworten. Die falsche wird die falsche Antworten geben. Also, die erste Frage. Was können wir denn nehmen?
Das ist der Wunsch. Eine Kristallkugel. Sehr interessant. Nächste Frage. Lieblingsduft. Lebensmotto. Typ. Nehmen wir mal. Typ. Trommelwirbel bitte. Das ist doch jetzt mal, ja, eine zweideutige Andeutung. So, nächste Frage. Lieblingsband, Lebensmotto, Spitzname. Ich nehme mal, Hobbys. Kristallkugeln. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß glaube ich, wer die richtige ist, aber ihr könnt ja dann raten. Was nehmen wir denn noch? Lebensmotto. Das ist doch auch eine schöne Frage. Das ist jetzt gemein. Die haben beide dieselbe Antwort gegeben. Lieblingstier, Lieblingsduft. Wir nehmen mal Lieblingsband. So. Also, Freunde. Ich werde an diesem Stelle unterbrechen. Ihr könnt ja raten, wer von beiden die echte ist. Also dann, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part mit der Auflösung von Wer ist die echte Millet? Also, see ya!